Hallöchen. Nochmal Radio, jetzt ist dritter Teil. Ich will mal versuchen, die beiden HF-Trafos hier rauszukriegen, damit ich da auch ins Innere reinkomme. Weil laut Schaltplan sind da wohl Kondensatoren drin und ich habe ja hier so ein Knacken drin gehabt. Das habe ich beim Video-Editieren, habe ich das noch mitgekriegt, dass es zwischendurch knackte. Kann aus den Dingern kommen. Kann aber auch sein, dass da irgendwo noch ein Widerstand kaputt ist. Das weiß ich nicht. Aber ich will die mal versuchen rauszukriegen. Auch allein, um da eventuell das Wachs rauszukriegen. Damit ich die auch später mal abgleichen kann. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Das werde ich jetzt nicht zeigen, wie ich die ablöte. Ich werde euch nur zeigen, oder ich werde wieder da sein, wenn ich die draußen habe. Ich habe eben schon mal geguckt, es wird sehr kompliziert, die jetzt hier rauszulöten. Weil es so verbaut ist, das ist Wahnsinn. Ich kann es ja mal von unten zeigen. Der eine sitzt da und der andere sitzt da unten drinne. Da muss ich jetzt vielleicht mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege, da ranzukommen. Ja, ich habe schon gesehen beim Editieren, dass der eine Schalter, der eine Metalldings noch nicht gebogen ist. Das werde ich gleich noch machen. Das hatte ich schon noch auf dem Schirm. Das habe ich nicht vergessen. Gut, also sehen wir uns gleich wieder. Jetzt habe ich die Dinger raus, nach viel Gefummel. Aber ich kriege die nicht auf, weil ich musste erst den Rand aufknibbern. Das werde ich jetzt nochmal machen, dass ich die da rausbekomme. Ich habe mir die auch markiert, hier 2 und da 1, damit ich auch weiß, wo die hingehören. Kamera. So, 1 und 2, auch unten drunter habe ich mal ein bisschen markiert mit 1 und 2 und auch die Richtung. Ich hoffe, ich kriege das hin, weil die sehen ja fast identisch aus. Ja, der hat ein paar mehr Anschlüsse. Gut, ich werde das mal auseinanderknibbern und dann werde ich mal versuchen, das hier rauszukriegen. Sehen wir uns gleich wieder. So, nun habe ich sie beide auseinander. Das war Nummer 1. Den Chor, den hier habe ich lose, der da untersteckt, also der dazwischen steckt und dazwischen steckt, die sind beide noch fest. Die kriege ich nicht gedreht. Bei den hier ist einer lose. Mal gucken. Ja, der ist lose. Der andere bekomme ich nicht gedreht. Müsste ich jetzt von der Seite rein und versuchen. Keine Ahnung. Hier oben den. Keine Chance. Der von der Seite. Keine Chance. Geht nicht. Kriege ich nicht hin. So, aber da sind keine solche Kondensatoren drin, wie ich gedacht habe. Das sind Styroflex, müsste das sein. Die machen keine Probleme. Hier ist noch ein Keramikröhrchenkondensator, ein Widerstand, noch ein Styroflex, noch ein Keramikröhrchen. Die machen keine Probleme. Hier genau dasselbe. Die auch. Die auch. Die machen keine Probleme. Ich habe gedacht, da wären andere drinne, aber dem ist nicht so. Das ist ganz gut. Ich guck mal, wie ich jetzt hier die Kerne frei kriege. Bewegt kriege. Jetzt muss ich einen sowieso abgleichen, weil den hier habe ich gedreht wie sonst was. Ich muss sie abgleichen, das geht nicht anders. Nee, ich mach den warm. Kommt in den Ofen rein. Gut, ich mache sie warm und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, wie ihr seht, liegt hier schon was. Allerdings kaputt. Der ist noch heil, der ist noch heil. Der ist noch, naja, so gut wie heil. Die sind hier gebrochen.
ich sag mal so, bei denen habe ich alle raus, bis auf die in der Mitte. Die sind beide gebrochen. Ich kriege die nicht raus. Man sieht schon, dass es auseinander. Muss ich jetzt mal gucken, ob ich das irgendwie ausgebohrt kriege. Hier habe ich alle Kerne draußen. Ich guck gleich mal. Ich habe, glaube ich, eventuell Ersatz. Also Ersatzkerne. Ich glaube, die funktionieren aber auch noch. Die müssen ja nicht hundertprozentig so sein, glaube ich nicht. Ich hoffe, das funktioniert auch mit denen. Ein bisschen mehr rein oder raus, wie auch immer. Hier liegen noch ein paar Krümel. Da ist ein Stück abgebrochen. Der ist oben total weggebrochen. Der ist, glaube ich, schon zu kurz. Ich gucke gleich mal, ob ich Ersatzkerne habe. Eventuell habe ich auch Ersatz noch woanders. Da muss ich aber die Tage mal hin. Wenn ich das nicht fertig kriege, ist das Radio eigentlich Schrott. Weil ich werde es dann nicht mehr hinkriegen, wenn ich das nicht repariert kriege. Und ob ich die da heil rausgebohrt kriege, ohne das Plastik kaputt zu machen, weil das ist schon gerissen. Das ist, ja, ich kriege es weder hier aus der Seite rausgeschraubt, noch aus der Seite rausgeschraubt. Wenn ich wenigstens auf eine Seite rausgeschraubt kriegen würde, würde ich ja den anderen auch noch rausschrauben können. Aber das, so wie es jetzt ist, irgendwie versuchen, die kleinen Splitterchen, die setzen sich fest und blockieren. Ja, also den einen kriege ich noch hin. Das ist der Nummer 2. Den kriege ich noch hin. Aber den hier... fraglich. Fraglich. Eventuell muss ich mir was einfallen lassen, ob ich da vielleicht auch Ersatz... Ich glaube, ich habe noch ein Röhrenradio irgendwo, was sowieso schon die Röhren kaputt sind. Vielleicht kann ich da was rausbauen und anpassen. Weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, wo das Radio jetzt ist. Keine Ahnung. Also es hat sich jetzt erstmal bis jetzt, bis zu diesem Punkt erstmal, glaube ich, erledigt. Ich gucke gleich mal, ob ich Ersatz habe. Sonst melde ich mich gleich. Ansonsten ist das Video jetzt hier gleich zu Ende. Mit Teil 3 und Teil 4 dann noch kommt, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt keinen Ersatz finde, wird es wohl nicht weitergehen. Ja. Also, wenn es gleich hier noch was wieder, noch ein weiteres Video gibt, also noch ein Teil hinten dran gibt, dann geht es wahrscheinlich weiter. Wenn nicht, dann fraglich. Aber erstmal bis hierhin ist erstmal Ende. Und ob ich das nachher wieder so rangelötet kriege nach einigen Tagen, ist auch wieder nur fraglich. Ich habe die Bilder auf dem Handy. Es müsste eigentlich gehen, und Schaltplan habe ich auch, um das hinzukriegen. Gut, also. Ich sag schon mal hier bis hierhin, danke fürs Zugucken. Danke, dass ihr mir so lange dabei zugeguckt habt. Und eventuell bis zum nächsten Teil. Ansonsten fange ich mit was Neuem an. Okay, tschüssi.